Hey Leute, Crimex hier, was denn, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Wir sind heute mal wieder hier bei uns zu Hause, Leute. Ich war ja eine Woche unterwegs gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, was hier abgeht, Leute. Denn viele von euch haben ja mitbekommen, mein eigenes Buch ist rausgekommen. Jetzt überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Und wir sind jetzt heute mal wieder zurück. Ich würde sagen, wir schauen mal wieder, was hier so abgeht. Wir können ja mal wieder unseren besten Freund Touren und so besuchen. Lasst dafür mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Und, hä, hört ihr das, Leute? Hä? Hä? Was ist denn? Ich habe gerade eine Sirene gehört. Polizei hier bei mir? Was denn jetzt hier los? Hallo, ruhig jetzt hier! Hey, was wollt ihr denn hier? Oh, wir haben leider einen Auftrag hier für den Bentley erhalten. Bitte einmal zur Seite treten. Hey, wollt ihr meinen Bentley abschleppen? Hey, weg da! Nein, nicht mein Bentley! Hallo, was soll das denn hier? Ruhe jetzt hier erstmal. Ja, alles mit der Ruhe. Klärt sich doch alles. Hey, schlepp den doch vernünftig ab. Du machst den Wagen kaputt. Komm mal her jetzt hier, Jungschen. Was ist denn hier los, Mann? Hier ist so ein Ticket hier, fertig. So, bitteschön. Leute, was geht denn hier ab? Ich komme gerade hier wieder rein und jetzt auf einmal mein Bentley wird abgeschleppt. Warten Sie mal, Officer, eine Sekunde. Eine Sekunde. Ich war eine Woche im Urlaub. Was ist denn los hier? Warum wird mein Auto jetzt einfach weggenommen? Tja, da müssen Sie mal lieber drauf achten, ja? Wer die Schlüssel zu Ihrem Auto hat, weil hat jemand Scheiße gebaut und deswegen wurde er abgeschleppt. Ne? Ich wünsche ihm viel Spaß. Hä? Leute, was soll das denn? Einfach die Polizei nimmt meinen Bentley weg. Der hat mir jetzt irgendwie gar nichts Genaues gesagt. Irgendwie nur, dass irgendwas mit dem Auto gemacht wurde. Vielleicht ist irgendwie der Bentley bei irgendeiner Straftat beteiligt gewesen. Und er meinte, wir sollen darauf achten, wer alles den Schlüssel dafür hat. Ich meine, wer hat denn alles den Schlüssel? Ich habe einen Schlüssel und Touren hat immer einen Zweitschlüssel von an meinen Autos. Und Paul Berger kann es nicht gewesen sein, weil der war jetzt auch auf Klassenfahrt. Der war nicht zu Hause. Hä? Ey, Leute, ganz komisch. Wisst ihr was? Ich fahre mal bei Touren vorbei. Es gibt bestimmt eine Erklärung für das Ganze. Ja? Wir fahren einfach mal zu Touren, fragen mal, vielleicht ist der ja auch irgendwie nur zu schnell mit meinem Bentley gefahren. Der darf ja immer meine Autos benutzen. Das stört mich ja nicht. Deswegen hat er ja einen Zweitschlüssel. Vielleicht wurde der irgendwie geblitzt oder sowas. Und jetzt, weil ich irgendwie eine Woche nicht da war, haben wir die Rechnung nicht gezahlt. Und jetzt wird der Wagen beschlagnahmt oder sowas. Keine Ahnung, Leute. Es gibt bestimmt eine vernünftige Erklärung dafür. Touren würde mir doch niemals irgendwas Schlechtes antun, oder, Leute? Touren ist doch immerhin mein bester Freund. Ich würde sagen, wir fahren mal zu Touren, Leute. Lasst jetzt an der Stelle mal ein Like und ein Abo da und wir sehen uns gleich wieder. Let's go. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier gleich bei Touren angekommen. Wir müssen auf jeden Fall unseren Bentley heute mal wieder direkt zurückholen. Ey, was ist denn hier los, wenn man hier aus dem Urlaub wiederkommt? Hä? Leute, warte mal, da vorne fährt doch gerade Touren mit seinem Tulos. Der ist gar nicht zu Hause, der will gerade losfahren. Warte mal, wisst ihr was? Wir fahren ihm einfach mal schnell hinterher. Wir versuchen, den mal einzuholen. Boah, aber sein Tulos ist auch... Oh mein Gott, warum fährt er denn so schnell, Leute? Wo fährt er denn hin? Aber wir müssen ihn unbedingt einholen, Leute. Weil, ja, der muss uns vielleicht irgendwie mal erklären, was mit dem Bentley passiert ist. Wir wollen ja unser Auto auch wieder bekommen. Ich würde sagen, wir fahren ihm einfach mal kurz hinterher, bis der hier mal anhält. Boah, ist der schnell mit seinem Tulos. Let's go. Boah, Leute, hä? Wo fährt der denn hin? Hä? Touren hält hier bei der Polizei. Was macht der denn hier? Okay, Leute, wisst ihr was? Ich werde mich mal hier unauffällig. Ich parke hier mal um die Ecke, damit er mich nicht direkt sieht. So, okay. Jetzt werden wir hier einfach die Treppe hochlaufen, werden ihm hier den Weg abschneiden. Oder, Leute, hä? Der hat einen Geldkoffer gerade in der Hand gehabt. Was macht der denn da? Okay, wir beobachten den mal. Wir schauen da mal rein ins Fenster. Okay, der unterhält sich irgendwie hier mit dem Polizeichef. Und jetzt laufen die da rein mit dem Geldkoffer. Hä? Leute, was ist... Gerade eben war die Polizei bei mir. Hat mein Bentley abgeschleppt, weil mein Bentley bei irgendwas eine Straftat war oder bei irgendeiner Straftat beteiligt war. Der Einzige, der noch einen Zweitschlüssel hat, ist Touren. Und jetzt läuft Touren hier mit einem Geldkoffer zur Polizei und geht hier ins Büro mit dem Typen. Ich kann jetzt aber auch hier nicht reinlaufen, hier sind ja überall Kameras. Denkt ihr vielleicht, Touren, unser bester Freund, will uns irgendwas Schlechtes und hat uns hier eine Straftat angehangen und zahlt jetzt die Polizei dafür, dass die uns hier... Hä? Okay, okay, er hat den Geldkoffer auf jeden Fall abgegeben. Er kommt gerade ohne den Geldkoffer rausgelaufen. Oh, Leute, er darf mich nicht sehen, er darf mich nicht sehen. Oh, schnell hier um die Ecke wieder. Schnell hier um die Ecke. Hey, Leute, nein. Touren ist mein bester Freund. Denkt ihr, unser bester Freund will uns was Schlechtes? Das darf doch nicht wahr sein, ey. Okay, wisst ihr was? Nee, es gibt bestimmt eine vernünftige Erklärung dafür. Wir warten jetzt mal, bis er... Oh, jetzt telefoniert er da. Wir warten jetzt mal, bis er... Obwohl, warte. Warte mal, ich gehe ein bisschen näher. Vielleicht höre ich was, was der da sagt am Telefon. Vielleicht kann ich was hören. Ja. Ja, alles erledigt. Ja, der Plan ist fertig. Ja, richtig. Das, wurde alles beseitigt. Alle Sachen wurden beseitigt, genau. Der Plan ist fertig? Sehr gut. Leute, was denn für ein Plan, der fertig ist? Hatte Touren wirklich den Plan, uns was anzuhängen? Wisst ihr was? Ich werde jetzt hier nochmal direkt mich... Ich werde mich jetzt mal noch hier ranschleichen. Bei der Polizeistation. Und werde mal hören, ob wir vielleicht irgendwie noch bei dem Polizeichef irgendwie am Büro lauschen können. Vielleicht erfahren wir da noch irgendwelche Informationen.
Ah, da ist jemand drin, da ist jemand drin. Wir stellen uns mal hier so ganz dicht an die Tür rein. Vielleicht hören wir da irgendwas, was der macht. Ja, 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 der hat bezahlt. Ja, ja, wir haben den Bentley geholt und er hat auf uns sogar Geld gegeben. Bezahlt Bentley? Geld für den Bentley gegeben? Ey, Leute, nein. Oh nein, da kommt noch einer. Chef! Okay. Ja! Okay. Die Sache mit Twan und iCrimex hat sich dann wohl erledigt, oder? Ja, ist durch. Alles super. Ja gut, ich weiß Bescheid, dann mach ich weiter. Ey, Leute. War da nicht ein Junge? Oh, nein, 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 die haben mich gesehen. Ich renn mal kurz hier weg. Nicht, dass die jetzt hier noch Fragen stellen. Ey, Leute, was soll das denn? Das muss irgendwie... Die haben gesagt, die Sache mit Touren und iCrimex erledigt und Geld für den Bentley ist da gewesen und Touren hat Geld für den Bentley gezahlt. Leute, ganz ehrlich. Wenn Touren dahinter steckt, Touren ist sowas wie ein Bruder für mich. Wenn er echt dahinter steckt, Leute, dann ist die Freundschaft zwischen Touren und iCrimex vorbei, wenn er uns hier bei der Polizei anschwärzt. Wenn er mein Auto abschleppen lässt. Wenn er der Polizei sogar Geld zahlt, um mir was anzuhängen. Ich dachte, Touren und iCrimex wären beste Freunde, Leute. Ey, wisst ihr was? Nein. Auch wenn es Touren ist, ey, das gibt Rache. Das gibt Rache. Ich fahre jetzt zu Tourens Tempel und er wird sehen, was er davon hat, ja? Er nimmt mir mein Auto weg, ich werde ihm sein Auto wegnehmen. So, wir fahren jetzt zu Touren. Und dann werde ich ihm das Auto, was ihm am meisten bedeutet, wegnehmen. Und zwar sein Tulus, Leute. So ein Ding ist das. Ab zu Touren. Ey, Leute, ich kann das einfach nicht glauben. Schreibt's mal in die Kommentare, was denkt ihr? Ich hätte niemals sowas von Touren erwartet. Oh, und da ist sein Tulus, Leute. Aber ganz ehrlich, wisst ihr was? Ich will mich nochmal 100% versichern. Ich kann das einfach irgendwie immer noch nicht glauben. Warte mal, ich muss mein Lambo hier erstmal verstecken, dass der... Wir parken den hier mal um die Ecke. Weil wenn wir gleich seinen Tulus klauen, dann soll er natürlich nicht direkt unser Auto sehen. So, wir parken unser Auto hier um die Ecke. Aber wisst ihr was, bevor ich den Tulus jetzt klaue, wir haben ja auch Zweitschlüssel von Tourens Autos. Ich werde mal in Tourens Tempel nochmal reingehen und werde mal gucken, ob der da ist. Vielleicht können wir den irgendwie nochmal belauschen, Leute. Ich kann das nicht glauben. Ich muss noch irgendwie Informationen rauskriegen. Okay, warte, das sind nur irgendwie diese Passanten hier, Tourens rechte Hand und so, die kennen mich ja, die lassen mich eh durch. Zack, wir laufen mal zu seinem Büro vor. Ich muss mir noch mehr sicher sein, ob Touren mein bester Freund mich wirklich verraten würde. Das darf doch nicht wahr sein. So, Leute, wir gehen jetzt hier rein. Ja. Hier ist sein Büro. Ja. Oh, da drin ist er. Ich höre ihn. Ja, ich habe das Geld überwiesen. Ihr dürft aber Max nicht beseitigen, der darf davon nichts mitbekommen. Was? Genau. Max darf davon nichts mitbekommen? Ja. 24 Stunden, dann machen wir den Lest fertig. Genau. Oh. Okay, Leute, das reicht. Damit wird er nie lästen. Oh mein Gott, Leute, das reicht mir. Ich hab genug gehört. Damit wird er nie rechnen, dann machen wir den Rest fertig. Bestimmt will er mir meine anderen Autos auch noch wegnehmen. Okay, Leute, Touren und iCrimex als beste Freunde sind Geschichte. Ja, das gibt Rache. Es ist zwar Touren und ich weiß, Touren ist mächtig, aber ist mir egal. Ja, ich lass mich hier nicht so behandeln und nicht vor allem von jemandem, wo ich dachte, dass er mein bester Freund wäre, ey. So, ich werde jetzt ihm das Auto wegnehmen, was ihm auch am meisten bedeutet, ja? Und zwar sein Tulus. Und wisst ihr was? Wisst ihr, was ich mit seinem Tulus machen werde? Ich werde nämlich die Farbe, die er am meisten hasst, da drauf machen. Und zwar lila, ja? Für die Ballers. Und dann werde ich den Wagen verschenken an die Leute, die er am meisten hasst. Und zwar an die Ballers, ja? So, wir machen aus Tourens Tulus, machen wir jetzt nämlich einen Ballers-Tulus, ja? Boah, Leute, das ist, glaube ich, die größte Rache, die wir ihm antun können. So, wir haben seinen Tulus geklaut. Wir fahren jetzt erstmal zu der... Oh Gott. Wir fahren jetzt erstmal zu einer Tuning-Werkstatt. Oh, Leute, und zwar ja genau bei der Crow City. Da ist doch die Werkstatt von Timmy, Leute. Checkt auf jeden Fall auch mal Timmy aus. Mein Cousin, der macht auch GTA-Videos. Zu seiner Werkstatt fahren wir jetzt mal. Die dürfen wir bestimmt mitbenutzen. Und da werden wir Tourens Tulus jetzt einfach mal kurz umlackieren. Oh, Leute, das wird die ultimative Rache werden. Okay, ich freue mich jetzt zwar ein bisschen, aber ich sage euch ehrlich, eigentlich bin ich richtig traurig, weil ich habe sowas von jedem erwartet. Wirklich jeder. Jeder könnte mir sowas antun. Aber Touren, der wirklich seit Anbeginn hier, das tut mir echt schon weh. Aber ist egal, jetzt gibt's erstmal Rache. Oh, jetzt hier schön den Tulus drauf fahren. Oh, Leute, den werden wir jetzt richtig schön. Den werden wir richtig schön in Tourens Hassfarbe lackieren. So, hier schön hochfahren. Zack, und jetzt nehmen wir uns hier die lila Sprühflasche raus. So, und jetzt erstmal ein schönes Ballers-Lilas da drauf lackieren. Okay, Leute, was ist hier das ultimative Ballers-Lila, was wir brauchen? So, guck mal. Oh, das sieht doch hier schön aus. Purple, Leute. Schön lila machen. Die Felgen sind auch gelb. Die machen wir aber dann natürlich auch lila. Das wird ein richtig schönes Ballers-Auto. Vielleicht können wir sogar noch auf das Kennzeichen. Wisst ihr was? Auf das Kennzeichen werde ich sogar Ballers jetzt draufschreiben. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Also, ich glaube... Damit haben wir Touren hops genommen. Ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist für mein Bentley hier. So, runterfahren.
Das ist der neue Ballast-Tudus. Und die Grove Street ist ja auch direkt hier vorne. Das passt ja perfekt, Leute. Und das Gute ist, Tuan hat ja irgendwie so einen Peilsender hier in seinem Tudus drin. Der wird bestimmt gleich danach suchen. Und dann wird er sehen, dass er einfach bei dem Ballast steht und umlackiert ist. Oh mein Gott. Also ich hoffe, da sind auch ein paar von den Ballast direkt am Start. Da fahren wir hier direkt mal hin. So, zack, Leute. Boah, oh mein Gott, Leute, was wir mit dem Auto hier angestellt haben. So, Ballers. Ballers, hallo, wo ist denn euer OG? Oh, da kommt schon der angelaufen. Yo, man, was machst du hier, bei uns wieder in der Ballers, Bist du der Ballers-OG hier, Ich bin Kawasanski, ich bin der OG hier und du bist ein Crimings, Genau, genau, aber weißt du was, normalerweise verstehen wir uns ja nicht so gut, du weißt ja... Nein, deswegen, was machst du hier? Soll ich jetzt oder später abholen? Tuan ist nicht mehr mein bester Freund, deswegen alles gut. Ich habe auch noch ein kleines Geschenk für euch, als Zeichen für den guten Willen. Und zwar, schau mal... Was hast du uns für eine Vorlehre? Das ist keine Falle. Das ist der originale OP-Tulus von Tuan. Ist es eine Falle? Willst du mich veräppeln? Das ist kein... Willst du mich veräppeln? Oh mein Gott, Leute, der glaubt mir gar nicht. Das ist keine Falle. Steig doch ein, das ist der... Steig doch ein, das ist der originale Tulus-Tuan. Eins von... eins von eins. Jungs, wenn irgendwas passiert, knackt den sofort ab. Der glaubt mir gar nicht. Ja, guck doch, steig doch mal ein. Steig ein. Das ist der originale Tulus-Tuan. Oh mein Gott, der ist so schnell. Wow. Ja, siehst du? Wow. Ich habe ihn nur direkt schon mal umlackiert in eurer Lieblingsfarbe. Aua, ey, pass mal auf, ey, Leute. Entschuldigung, man. Ja, alles gut. Was ist das für ein Haken, Es gibt keinen Haken. Ich wollte euch einfach nur das Auto von Tuan schenken, sein Lieblingsauto. Und wollte nur sagen, dass ich nicht mehr mit ihm befreundet bin. Ja. Du fällst deinem besten Freund in den Rücken, Ja, ich sag's mal so, er hat mir mein Auto weggenommen, deswegen nehme ich sein Auto ihm weg, So läuft das halt hier. Du bist jetzt einer von uns, oder was? Nein, ich bin keiner von euch. Ich bin iCrimex einfach nur. Aber genießt einfach den Spaß mit eurem... Oh, nein, gut. Da hinten explodiert schon was, Leute. Ich sollte mich besser verstecken. Tschüss. Oh, Leute, da hinten explodiert schon was. Oh, wir verstecken uns hier mal lieber. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Oh mein Gott, ich glaube, Tuan ist jetzt schon richtig sauer, weil er denkt, die Ballers haben sein Auto geklaut. Hoffentlich wird er niemals erfahren, dass ich den Wagen geklaut habe. Wir verstecken uns jetzt hier mal. Hinten, okay. Oh, kommt da schon jemand angefahren? Kommt da schon... Oh, man hört hier nur Schüsse. Was geht denn da? Oh mein Gott, da kommt ein Auto angefahren. Wo ist mein Tullus? Tuan dreht ja hier komplett durch. Chillax, man. Chillax, man. Oh. Was ist los mit dir? Die haben uns wieder verarscht, oder was, die beide, Was für wir beide? Habt ihr uns wieder beide verarscht, oder was? Wer von euch hat mein Tullus angefasst? Nein, Leute. Gerade krieg ich den geschenkt und jetzt gerade passiert sowas. Du kriegst den geschenkt. Von wem? Wer sind die Leute weiter? Sag ihm, ich will die Liebe lang folgen. Du weißt ganz genau, wer mit dir kooperiert, Mann, Alter. Er wird gleich verraten, dass ich den geschenkt habe. Ich fahr meinen Bruder in den Rücken. Aber wenn ich ihn jetzt, abknalle, dann weiß er, dass der Schuss aus der Richtung kommt. Was für Bruder? Wie kannst du schwagen, den... Mein Zuja Tullus, der die Technik Wir haben Tuans Lieblingsauto lila gemacht. So, Tuan, das hast du davon. Ich mach dafür büßen. Tuan, das hast du davon, dass du meinen Bentley hast abschleppen lassen von der Polizei. So, Leute, sehr gut. Das war jetzt hier die Rache, die wir uns ausgedacht haben. Aber ganz ehrlich, Leute, vielleicht sollten wir doch nochmal mit Tuan sprechen. Ich meine, immerhin ist er ja mein bester Freund, Und an sich sind wir jetzt quitt. Er hat mir mein Auto weggenommen, ich habe ihm sein Auto weggenommen. Meint ihr, wir sollen mal mit Tuan sprechen? Aber, ach, wisst ihr was? Ich fahre jetzt erstmal nach Hause, Ich werde jetzt erstmal nach Hause fahren, vielleicht mal eine Nacht drüber schlafen. Merkt euch das, Leute, wenn ihr mit irgendjemandem Streit habt oder sowas, schlaft erstmal eine Nacht drüber. Am nächsten Tag sieht die Welt ganz anders aus wieder. Deswegen, wir können uns ja jetzt nochmal, wir gehen einfach morgen mal. Wir gehen morgen nochmal zu Tuan, dann sieht es ja vielleicht wieder anders aus und dann verstehen wir uns wieder. An sich sind wir jetzt ja quitt, oder, Leute? Was meint ihr? Aber ich bin trotzdem noch richtig sauer und enttäuscht wegen ihm. Wir fahren jetzt aber erstmal nach Hause, let's go. Okay, so, Freunde, jetzt erstmal nach Hause, würde ich mal behaupten. So, zack, aber Leute, ach, unser Lambo steht ja auch noch bei Tuan um die Ecke geparkt. Ich hoffe, der hat den nicht gefunden, Leute. Ich hoffe, der hat das nicht gemerkt. Leute, warum steht unser Lambo... Leute, warum stand unser Lambo denn jetzt hier? Den hatte ich doch bei Tuan noch vergessen. Warte mal. Ist das jetzt... Ganz ehrlich, Leute, nee. Das gibt Krieg. Das gibt Krieg. Tuan hat bestimmt das Auto gefunden, hat sie hergebracht und hat gewartet, bis ich hier ankomme, um das vor meinen Augen explodieren zu lassen.
Okay, ganz ehrlich, Turin, ich dachte, wir wären quitt. Ich wollte mich wieder vertragen mit dir. Ich wollte eine Nacht drüber schlafen und mich vertragen wieder mit dir, Turin. Aber okay, das gibt wieder Rache. Das gibt wieder Rache. Wisst ihr was, Leute? Okay, mir reicht's jetzt. Mir reicht's jetzt komplett. Bei meiner iCrimex Security Firma werde ich jetzt meinen Kampfhelikopter holen und da werde ich jetzt alle Autos von Turin in die Luft jagen. So, jetzt reicht's mir hier aber komplett. Ab zu meiner Security Firma. Oh, Leute, hier schön erstmal einen schönen Buzzard Kampfhelikopter mitnehmen. Wir müssen auch mal wieder hier bei unserer Security Firma weiterarbeiten. Leute, lasst mal ein Like da, wenn ihr das auch mal wieder wollt. Wir waren schon lange nicht mehr hier. Bestimmt gibt's wieder richtig viele neue Aufträge. Aber jetzt müssen wir uns erstmal darum kümmern. So, zack, nehmen wir hier erstmal schön den Helikopter mit Raketengeschützen, Leute. Und jetzt, ja, Turin hat alle meine Autos zerstört. Es sind zwar nur zwei und Turin hat ein paar mehr, aber alle meine Autos gegen alle seine Autos. Wir fliegen jetzt zu seinem Parkplatz und da werde ich dann alle seine Autos zerstören. Und unsere Freundschaft ist sowas von gelaufen, das könnt ihr mir glauben, let's go, ab zu Turin hier. Oh, Leute, da unten sind all seine Autos. Bleib stehen! Oh, hä? Oh mein Gott, da... Oh. Alter, seht ihr das? Da vorne ist Turin in so einem Geschütz. Er gibt dir eine Chance, umzudrehen und wir reden morgen. Turin, was soll das? Was, warum machst du das? Was? Warum machst du das? Jetzt, ich glaub dir lieber, bevor ich mich vergesse. Ich nach Hause. Ich werde nicht nach Hause fliegen. Du hast all meine Autos zerstört. Du hast mein Tollus geklaut. Du hast mein Lambo zerstört. Und deswegen werde ich jetzt all deine Autos zerstören. Nein. So. Oh, verdammt. Alle meine Autos gegen alle deine Autos. Das ist nicht fair, dein Lambo war eine Schmalspur-Lambo. Oh mein Gott, und jetzt nennst du mich noch Schmalspur-Turin. Du weißt, das ist die schlimmste Beleidigung. Du bist eine Schmalspur. Du hast den lila gefärbt, das ist die schlimmste Farbe. Okay, du willst es nicht anders haben. Turin, und noch was, dein Tempel ist auch Schmalspur. Nein. Oh, nein, 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 nein. Oh, Leute, nein, er schießt so krass auf mich. Ah, oh, nein, 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 flieg, flieg, wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Ich weiß nicht mehr, wie lange das mein Heli noch macht. Oh, oh mein Gott. Oh, oh, nein, 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 nein. Oh. Ah, Turin, wo bist du? Komm los! Du warst mein bester Freund, warum machst du so eine Scheiße? Ich dachte, du wärst mein bester Freund, warum? Ich dachte, wir sind beste Freunde forever. Oh, weißt du was? Was? Ich glaube, ich habe mich in dir geirrt. Ich glaube, ich habe mich in dir getäuscht. Nein, nein, weißt du was? Ich habe gedacht, du wärst jemand, dem man vertrauen kann, aber du bist genauso. Ich war eine Woche weg, du hast nur Scheiße gemacht. Du hast mir die Polizei... Hast du Mist, ich hätte nie gedacht, dass du mit der Polizei arbeitest wie eine Schmalspur. Was? Du mich als Schmalspur genannt? Ich habe dich Schmalspur genannt, Turin. Weißt du was? Und ich sag dir noch was, unsere Freundschaft ist vorbei. Nein, ist sie nicht, weil ich beendige unsere Freundschaft. Ich habe die schon davor beendet, unsere Freundschaft. Nein, du bist eine Schmalspur. Und Turin, weißt du was? Wenn du mich noch einmal... Ist auch eine Smilespur, eine Länder-Smilespur-Kiste. So, hab ich nie gefeiert. Ein Lambo genauso. Huracan kann ich mir 10 Mark kaufen. Nichts Besonderes. Haha. Okay. Und jetzt? Wenn du es dir 10 Mark kaufen kannst, dann kannst du es dir jetzt noch hier zweimal kaufen. Weißt du was? Ich werde mir jetzt jeden Bentley kaufen und den im Babyblau, jede Farbe Babyblau kaufen, dass du nie wieder eine Babyblau-Farbe hast. Und ich werde dir nie wieder einen Tullus machen. Weißt du was? Du, der Tullus... War zwar cool, aber dein Tuning hat die versaut. Ich hab dir nur gesagt, weil wir beste Freunde sind. Ha! So. Du bist ein zweitklassiger Tuner. Turin, jetzt reicht's mir. Ich will dich nie wiedersehen. Ich will dich nie wiedersehen. Ist vorbei. Mann, dass du wegkommst, bevor du einen Schlag der 1000 Sonnen klickst. Du willst mir einen Schlag der 1000 Sonnen geben? Ja. Hast du vergessen, dass du mir beigebracht hast, wie ein Schlag der 1000 Sonnen geht? Ja, aber ich bin dein Meister. Ich bin schon immer, egal in was, besser. Na. Jetzt denkt Turin auch noch, dass er in allem besser ist. Der Schüler schlägt den Meister. Du bist alt. Ja, ich weiß, du hast zwar, wie man es hier sagt, aber du bist alt, Turin. Und du bist nicht so leicht, wie du tust. Okay, okay, Turin. Weißt du was, dann lass uns doch mal zeigen, wer hier von uns stärker ist. Oh, Schlag. Der 1000 Sonnen. Oh, Leute. Oh, was passiert? Oh mein Gott, was ist hier los? Alter, die Sonne ist untergegangen. Der Schlag der 1000 untergehenden Sonnen war so eine Energie, glaube ich. Warum hört Max die ganze Zeit? Max, sei ruhig! Warum höre ich Turin die ganze Zeit? Turin, wo bist du? Hä, wo bist du? Ich sehe dich nicht mehr vor mir. Hallo? Turin, lag doch... Hä? Er hat uns doch gerade... Du lagst hier, hä? Wo bist du? Wir haben uns doch hier gerade einen Schlag der 1000... Nein, du hast einen Schlag der 1000 Sonnen kassiert! Du hast einen kassiert? Du hast einen kassiert, weil du bist ein Smilespur! Hä, wo bist du denn? Wo versteckst du dich denn, Turin? Wo bist du denn? Was ist mit meinen Händen los? Warum sehen meine Hände so komisch aus? Wo bist du, Turin? Hallo? Warum höre ich dich denn die ganze Zeit? Warum hört ihr die ganze Zeit? Geh weg!
Ich kann meinen Körper nicht gut kontrollieren. Ich geh, warum ich geh weg hier. Warum lauf ich? Hä? Oh nein. Warte mal, Tuan, spürst? Warte mal, ich muss was testen. Okay, Leute, warte mal, ich habe gerade irgendwie ein bisschen Angst. Warte, Tuan. Warum habe ich eine Bombe geworfen? Tuan, spürst du das? Ah, hör auf! Was willst du, Bombe in meine Nähe? Und leg sie hoch! Oh nein. Ich hab mich geflogen. Oh nein. Leute, wisst ihr was? Tuan? Ich glaube, wir sind in einem Körper. Ich glaube, wir teilen uns einen Körper. Nein. Ich will meinen schönen Körper wieder haben. Ich will nicht in das Marsbootling sein. Ich glaube, jetzt bist du mal in einem jungen Körper drin. Hä? Nein. Ich glaube, ich sehe, dein Körper ist auch gar nicht mehr hier. Oh mein Gott, Tuan, ich glaube, unsere beiden Schlag der tausend untergehenden Sonnen haben so ein Energiefeld freigesetzt, dass unsere beiden Seelen verschmolzen sind. Oh, hör auf zu reden, wir haben es gleich. Ich will dich nicht mehr hören, so. Ja, wir müssen uns aber hören. Wir sind jetzt in einem Körper. Oh, weil du hast da alles deine Schuld, so. Weil du mein Tullus einfach ohne Grund geklaut hast. Was für ohne Grund? Du hast mein Bentley von der Polizei abschleppen lassen. Hä? Nein, ich hab bezahlt, dass sie dich ab sofort in Ruhe lassen und ich den Bentley abholen kann. Hä, ich bin dir doch hinterhergefahren. Du hast sie bezahlt und alles und gesagt... Ja, damit die dich in Ruhe lassen. Ah, oh. Und dein Bentley wollte ich abholen morgen mit Überlastung. Oh. Leute. Warum hast du mein Tullus geklaut? Oh Mann, Leute, das ist das, was ich sage. Man sollte immer erstmal eine Nacht drüber schlafen. Das war total dumm. Tuan wollte uns helfen und ich dachte, der hat uns reingelegt. Wie, du wolltest mir helfen? Wie, hä? Ich dachte, du hättest mich reingelegt, als ich aus dem Urlaub gekommen bin. Ich dachte, du hast Scheiße gebaut und hast was gegen mich. Max, Paulberger hat Scheiße mit dem Auto gebaut und es wurde abgesetzt. Ich habe nichts mitbekommen, weil es auf Paulberger liegt. Ich dachte, er wäre Klassenfahrt. Nein, ich dachte auch, er wäre auf einer Klassenfahrt. Oh Mann, ey, Tuan, ich wollte dein Lieblingsauto dir wegnehmen, weil ich dachte, du hast mir mein Lieblingsauto weggenommen. Max, wieso kommst du nicht zu mir und reden? Ach Mann, ey, Tuan, tut mir leid. Man muss echt immer erstmal reden, Leute. Merkt euch das. Aber jetzt haben wir ein größeres Problem, Tuan. Wir teilen uns jetzt einen Körper, Mann. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich muss doch Mafia-Business machen, ganz viel heute. Nein. Du musst dahin. Leute, merkt euch das. Redet immer erstmal über alles. Und wie soll es jetzt weitergehen? Tuan und iCramix sind jetzt in einem Körper verschmolzen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann lasst jetzt ein Like und ein Abo da. Und checkt auf jeden Fall Tuan, aka Army, aus. Und dann würde ich sagen, bis dann. Butter rein, Leute. Euer iCramix. Und Tuan, tschüss.